Heute soll es bei 6 Minuten Jura um zwei Aspekte der Rechtsfortbildung gehen, die hohe Prüfungsrelevanz besitzen: Analogie und teleologische Reduktion. Beide Konstellationen betreffen eine Änderung des geschriebenen Rechts durch die Rechtsanwender. Schlagwortartig kann man formulieren: Die Analogie schließt eine planwidrige Regelungslücke durch Korrektur des zu engen Wortlauts. Die teleologische Reduktion setzt demgegenüber eine Regelung voraus, die aber zu weit geht. Von einer Gesetzesanalogie spricht man, wenn die Rechtsfolgen einer Norm, die für einen bestimmten Tatbestand eine gesetzliche Regelung enthält, auf einen gesetzlich nicht geregelten Tatbestand angewendet wird. Dies erfolgt, weil beide Tatbestände vergleichbar und deshalb rechtlich gleich zu bewerten sind. Der Analogieschluss setzt das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke, die Vergleichbarkeit der Interessenlagen und das Fehlen eines Analogieverbotes voraus, was vor allem im Strafrecht zu beachten ist, vergleiche Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz. Die den methodischen Schritt der Analogie rechtfertigende Lücke liegt vor, wenn die in Rede stehende Regelungssituation vom Gesetzgeber nicht gesehen wurde oder wegen späterer Veränderungen der Umstände nicht gesehen werden konnte. Wenn also etwa § 2271 Absatz 3 BGB für den Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen die Vorschrift des § 2289 Absatz 2 BGB für entsprechend anwendbar erklärt, handelt es sich nicht um eine Gesetzesanalogie. Denn es ist gerade keine planwidrige Lücke vorhanden. Der Gesetzgeber hat im Gegenteil eine bewusste Regelung vorgenommen. Folge der Analogie ist die Erstreckung der Rechtsfolge vom geregelten auf den wertungsgleichen ungeregelten Fall. So wird etwa § 181 BGB analog auf den Untervertreter angewendet, weil ein vergleichbarer Interessenkonflikt droht, eine Personenidentität aber formal nicht besteht. Denn hat der Vertreter die Möglichkeit, einen Untervertreter zu bestellen, so könnte der Vertreter über den Untervertreter für sich selbst ein Rechtsgeschäft mit dem Vertretenden abschließen. Die Analogie ist also kein logisch zwingender Schluss, sondern ein aus Sinn und Zweck gebotenes Vorgehen. Jeder Analogieschluss beruht auf der These, dass geregelter und ungeregelter Fall in einer für den Normzweck entscheidenden Weise gleichwertig sind. Die innere Rechtfertigung des Analogieschlusses liegt also in der Gleichbehandlung vergleichbarer Sachverhalte. Sie rechtfertigt die Übertragung der Rechtsfolgen. Es soll nicht verschwiegen werden, dass die Analogiebildung nicht ungefährlich ist, denn sie beruht auf Wertungen, die der Rechtsanwender vornimmt. Sie wird leicht zu einem Instrument, mit dem er ein ihm genehmes Ergebnis begründen kann. Zudem wird durch den Analogieschluss der Einzelfallgerechtigkeit Vorrang vor der Rechtssicherheit eingeräumt, da sich die Analogie vom Normtext löst. Bei der teleologischen Reduktion geht es ebenfalls um den Umgang mit Diskrepanzen zwischen Normtext und Normzweck. Wie die Analogie stützt sich dieses Instrument auf den Sinn und Zweck der Vorschrift. Anders als die Auslegung korrigiert die teleologische Reduktion den Wortlaut der Norm. Zur Auslegung und zu den Auslegungsmethoden verweise ich auf meinen Film aus der Reihe BGB-AT. Während also die Analogie erweitert, schränkt die teleologische Reduktion ein. Wie die Analogie, so ist auch die teleologische Reduktion Ausfluss des Gleichheitssatzes. Die Reduktion gründet auf der Feststellung, dass ungleiche Sachverhalte vom Gesetz gleich behandelt werden, weil sie dem Wortlaut nach unter eine und dieselbe Regelung fallen. Der Zweck gebietet indes die Ungleichbehandlung und zwingt insoweit zur Reduktion. Zentral für die Prüfung, ob eine teleologische Reduktion geboten ist, ist die Beantwortung der Frage, ob der Normtext gegenüber den Vorstellungen des Normsetzers zu weit geraten ist. Läuft mit anderen Worten der Normtext den inhaltlichen Regelungsabsichten zuwider, ist er zu reduzieren. Zur Veranschaulichung ist erneut auf § 181 BGB zu verweisen,
der nach seinem Wortlaut ausschließlich ein Selbstkontrahieren oder eine Mehrvertretung auf Seiten des Vertreters verlangt. Ein Sachverhalt ist jedoch nicht nur anhand dieses rein formalen Kriteriums, sondern auch nach dem Regelungszweck der Norm zu überprüfen. Diese will bei § 181 BGB eine generell abstrakte Interessengefährdung vermeiden. Hieraus ergibt sich, dass im Wege teleologischer Tatbestandsreduktionen trotz Vorliegen eines objektiven In-sich-Geschäfts keine Wirksamkeitsbeschränkung nach § 181 ausgelöst wird, wenn eine Gefährdung der Interessen des Vertretenen generell abstrakt ausgeschlossen ist. Dies ist namentlich der Fall, wenn das in Rede stehende Rechtsgeschäft für den Vertretenen lediglich rechtlich vorteilhaft ist. In einer solchen Konstellation ist § 181 BGB also trotz eines Selbstkontrahierens bzw. einer Mehrvertretung aufgrund teleologischer Reduktion nicht anwendbar. Auch die Anwendung dieses Instruments ist nicht ungefährlich. Die teleologische Reduktion hat das Potenzial, einen Tatbestand bis zur Bedeutungslosigkeit zu beschränken. Sie steht ferner dem ausdrücklich kundgetanen Willen des Gesetzgebers diametral entgegen. Schon aus diesem Grund ist sie nur mit Zurückhaltung anzuwenden. So, Ihre 6 Minuten Jura haben Sie hiermit geschafft. Kompliment für Ihre Ausdauer. Jetzt können Sie überprüfen, wie viel Sie gelernt haben, indem Sie folgende Fragen beantworten. Wie lauten die Voraussetzungen für einen Analogieschluss? Auf welchen Rechtsgedanken kann die teleologische Reduktion gestützt werden? Weshalb trifft der Satz zu, dass bei § 181 BGB sowohl Analogie als auch eine teleologische Reduktion in Betracht kommen? Wenn Sie die Fragen zunächst selbst beantworten wollen, was ich empfehle, drücken Sie jetzt auf das Pausezeichen. Ansonsten folgen in wenigen Sekunden die Antworten. Und hier kommen die Antworten. Der Analogieschluss setzt voraus das Vorliegen einer planwidrigen Regelungslücke, die Vergleichbarkeit der Interessenlagen und das Fehlen eines Analogieverbotes. Die teleologische Reduktion kann als Ausfluss des Gleichheitssatzes verstanden werden. Sie gründet auf der Feststellung, dass ungleiche Sachverhalte vom Gesetz gleich behandelt werden, weil sie dem Wortlaut nach unter ein und dieselbe Regelung fallen. Der Zweck gebietet indes eine Ungleichbehandlung und zwingt insoweit zur Reduktion. Der Wortlaut des § 181 BGB gebietet aus Gründen der Ratio der Norm, Schutz vor einer generell abstrakten Interessengefährdung, sowohl eine Erweiterung als auch eine Einschränkung. So wird § 181 BGB analog auf den Untervertreter angewendet, weil hier ein vergleichbarer Interessenkonflikt droht, eine Personenidentität aber formal nicht besteht. Umgekehrt ist die Norm teleologisch dort zu reduzieren, wo die Interessengefährdung nicht droht, etwa weil das in Rede stehende Rechtsgeschäft für den Vertretenen lediglich rechtlich vorteilhaft ist.